Hallihallöchen, Leutings, und herzlich willkommen zurück zu unserem Let's Play von Tomb Raider 2. Wir sind das letzte Mal im Level das tibetianische Hochland stehen geblieben. In einem neuen Abschnitt, in meinem Lieblingsabschnitt. Und ich habe auch heute wieder einen Gast dabei. Ich bin's, der Shark Rider LP. Vielleicht kennt ihr mich ja schon von früheren Aufnahmen. Ja, doch, eigentlich schon. Ist ja noch relativ präsent. Ich mache mal ganz kurz das Ist ja nur ein Jahr Video her. an. Ein Ticken lauter. Und wir sind im tibetianischen Wunderland Juhu. und das ist wirklich ein Wunderland, weil es gibt Schneekugeln, die von alleine, wenn sie Lust haben, losrollen können. Lawine! Ja, sieht man da oben schon. Mal gucken, ob ich es noch hinkriege. Surprise! Ja, und wie es vielleicht auch Sharky schon aufgefallen ist, der auch schon mit seinen Augen geguckt hat, ob er einen Sehfehler hat. Ich habe es tatsächlich geschafft, ein anderes, das PSX-UI zurückzubringen und das Ganze alles ein bisschen größer zu ziehen, obwohl wir in einer 4K-Auflösung spielen. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Da muss ich an der Stelle einfach mal sagen, Grüße gehen raus. Achtung, hier kommt nochmal Moment. An den Modder. Maskun, der das Custom-Level Tomb Raider The Maria Doria Adventure rausgehauen hat. Link haue ich da einfach mal in die Beschreibung. Das ist ein Tomb Raider 2 Custom-Level und der hat wirklich, wenn man da reinguckt, ich zeig's dir auch nachher Aufnahme gerne, Sharky. Ich glaube, ich habe das Level sogar gespielt. Der hat alles, was man in dem Spiel verändern kann, verändert. Also ich weiß nicht, der hat sich wirklich ausgelebt. Sind Ordner bei mit 20 Registry-Einträgen, die das Spiel verändern. Und da habe ich gedacht, Alter, der hat das PSX-Dings gebracht. Ich sage, ich probiere jetzt einfach mal rotzfrech mein Spiel, das Originalspiel und meine Saves da rein zu kopieren. Und, Surprise, es läuft. Das ist dann für euch auf jeden Fall schöner. Weil ich meine, es ist halt schon ein bisschen größer als das, was wir vorher hatten, ne? Auflösung, farbiges Lebensdings, Lebensanzeige. Unten war nichts, ne? Nee, da ist nix. Okay, Surprise. Ja, das ist auf jeden Fall eins mit meiner Lieblingslevel. Meiner auch. Und wir sind im Partnerlook mit den Adlern, mit Laras Jacke. Ja, eigentlich sind wir. Oh Gott! Und jetzt sind wir irgendwo, wo wir nicht sein sollen, da mit den Augen. Was macht der? Der hat sich in Der die hat sich Wand reingeschleicht. durchgeglitscht! Das ist Cheaten, das gilt nicht! Der kriegt die scheiß Adler hier jetzt einmal getötet. Das melden wir, dann wird der Adler gemeldet und gesperrt. Bei YouTube. Deutschland. Gut. Ja, wir sehen das schon etwas. Durchglitschen so ein bisschen. Also im Hintergrund aufbauend. Und hier gibt es jetzt, glaube ich, zwei Wege. Es ist aber, glaube ich, egal, welchen Weg wir nehmen. Das eine wäre der kletterlastige Part. Anstrengende. Der anstrengende Part. Der wäre dann ungefähr, man geht hier so runter, lässt sich hier so runterrutschen, lässt sich hier fallen, geht hier links rein. Ich speichere mal ganz kurz. Fangen wieder ganz oben an. Aber mein Hals. Ja. Ich hoffe, du hast gerade gehört hast. Ja, habe ich. Geht hier so rein und wir sehen schon Stacheln, Fallgruben. Yay. Den Weg könnten wir gehen, weil ich in meinem ersten Let's Play nicht gegangen bin. Ich möchte aber kurz den Speedrunner-mäßigen Weg zeigen, den ich eigentlich bevorzuge. Problem ist nur, ich habe schon verkackt, weil ich zu spät gespeichert habe. Ja. Von da oben abspringen Aber ich müssen. bilde mir ein, könnte sogar noch funktionieren. Oh, okay. Da habe ich mal gespannt. Ich muss öfter speichern. Das an Deck, das haben wir lang genug gesehen, wollte ich gerade sagen. Und jetzt will ich sagen, das tibetianische Hochland werden wir, glaube ich, auch zu lange sehen. Ich glaube das Wenn auch. du weiter vergisst, so zu speichern. Das ist halt der Redefluss. Man denkt nicht dran, dass man so viel schon geschafft Ja, hat. das kenne ich auch nur zu gut. Raus aus meiner Höhle! Tot. Es ist im Prinzip eigentlich egal, ob ich das jetzt einsammle. Ich rasche jetzt hier einfach durch, weil ich lade dann eh den anderen Safe und zeige dann einfach mal den Weg, den man nehmen sollte. Ah ja, stimmt. Weil ich habe den anderen ja meinem ersten Let's Play gezeigt. Das im Übrigen mein erstes Tomb Raider Let's Play war. Ein allererstes. Ja.
Krass, meiner auch. Tomb Raider 2. Damals 2014, noch unter dem alten Kanal. Ja. So, deswegen kann ich jetzt hier auch mal ein bisschen Munition verschwenden. One. Hättest Nummer du wohl zwei. Gerne. So nicht. Die sich immer von hinten anschleichen. Ja. So, da lässt man sich nämlich auch hier im Prinzip fallen. Lässt sich aber nicht hier fallen, sondern hangelt hier einfach nach rechts. Jetzt, Moment mal, gibt's hier eine Kletterbahn? An der rechten Seite. Das hatte ich jetzt auch vergessen, sonst hätte ich gesagt, spring ins Wasser und kletter da hoch. Nee, ich wusste gar nicht, welche Plattform du meintest. Wir nehmen den anstrengenden Weg. Die meintest du. So, dann springt man hier einfach. Upp, verliert ein bisschen Leben. Passiert das große Medipack und ist klettert hier hoch. Und ist da. Beim normalen Weg landet man irgendwo, ich glaube da, wo jetzt Laras Kopf ist. Da und springt auch hier rüber und landet am Ende auch hier. Wir wollen aber den anspruchsvollen Weg nehmen. Nachdem man einen umständigeren Umweg genommen hat. Den wir uns jetzt antun werden. Genau. Juhu! Ja, Lara, guck schon auf die Stacheln. Stacheln, so wunderschön. Ist nur Wasser, ne? Ja. Geht's da weiter? Oh. Sonst wär's mir. Oh, oh. Das laden wir nochmal. Da musste man, glaube ich, im perfekten Winkel springen. War das nicht so? Ja, du kannst auch einfach die Kletterwand hoch und dann wird, sobald sie hochgeklettert ist, einmal rückwärts. Ich weiß nicht, ob man da jetzt einfach so durchrushen kann. Man kann auch probiert. Einfach stehen bleiben. Ah, okay. Das wusste ich auch nicht mehr. So, und jetzt sind wir schon hier. Kühles, eiskaltes Wasser. Die Lara hat es auch gut. Wir verbrennen hier gerade wieder bei 30, 40 Grad irgend sowas. In diesem scheiß Sommerwetter. Ja gut, ganz so schlimm ist bei uns nicht. Speichern im Übrigen. Sonst speichere ich immer zu viel. Ich habe schon 335 Mal gespeichert. Ja, jetzt, wo es drauf ankommt, wo ich die glaub, anspruchsvolleren Level kommen. Ja. Ich glaube, ich hänge mir hier so einen Post-it-Zettel auf, wo drauf steht Speichern, damit ich nur 1 Zentimeter nach links diesen Zettel immer sehe und dann sagen kann, ey, speichern, speichern. Hey, da liegt ein Secret. Genau, Lara. Steck mal deinen Arm da durch diese... Dann weiß ich jetzt auch wieder, wo alle Secrets liegen. Dann weiß ich definitiv wieder, wo alle Secrets liegen. Dann habe ich es auch. Mhm. Das war in dem Level auch relativ einfach. Wenigstens etwas an diesem Level muss ja einfach sein, obwohl das Level eigentlich cool ist. Da liegt nix und da geht's weiter. Immer das voller Action. Action! Juhu, und es geht weiter mit Action. Wir machen eine Challenge. Du kriegst 5 Euro gespendet, wenn du da einfach geradeaus durchrennst, ohne stehen zu bleiben. Ey, das ist gehen, das zählt nicht. Autsch. Ich hätte mal rennen sollen. Ich hätte mal rennen sollen. Oh, aber da bin ich früher... bin einfach durchgerannt. Ja. Als Kind immer unheimlich oft verreckt an der Stelle. Ja. Gib dir nachher auch meine Kontonummer, ne? Ey, das war jetzt aber nicht mehr der erste Versuch. Ja, ist ja gut. Wer hat mich denn jetzt in Discord angeschrieben? Ich war's nicht. Weil mich schreibt die ganze Zeit jemand auf WhatsApp an. Ich guck's mir bloß die ganze Zeit nicht an. Ich ignoriere das einfach. Nachher ist es jemand aus vor der Arbeit. Ja, kannst du morgen arbeiten kommen? Sag ich so, nee, könnt mich mal. Ist ja so. So, und dann sind wir jetzt auch schon hier. Weiß allerdings nicht. War das ein Adler da oben? Ja. Wo kommst du jetzt her? Vor allem, wo treibt er sich rum? Ja, noch egal, aber... So, dann sind wir auch wieder hier. Ja, wo ist das Vieh?
Ja, dann komm doch auch her. Wir haben es heute irgendwie. Ah, da sieht man seinen Schatten. Und die machen wie immer ihre nervige Adlertaktik. So wie es normale Vögel auch machen, gerade von oben herunter. Er schwebt in der Luft. So, und dann kassieren wir jetzt das Medipack. Und dann sind wir auch wieder am. Ha! Geil. Wie immer genau drauf gelandet. So, und jetzt brauchen wir bessere Waffen. Ist gut genug. Denn ihr werdet feststellen, im Vergleich zum letzten Level, dass die Gegner hier plötzlich gefühlt 100% mehr aushalten. Das ist so Tomb Raider 1 bis 3, dass die Schwierigkeitsstufen pro Abschnitt exponentiell steigen. Munition haben wir genug. Ich meine, das sind Uzi. Ich habe mich gerade maximal dämlich angestellt, kann das sein? Nee, ging so. Vor allem waren das nicht drei? Da kommen noch welche. Da täusche ich mich da. So, und hier war Sekret Nummer 1, das, was man ganz leicht übersieht. Man sieht da glitscht sich ein Medipack durch. Er hat ein großes Medipack. Sein Zeug habe ich schon eingesammelt? Nee, ne? Er hat Automatik. Ist schon geil, wenn es ein bisschen größer ist. Ich hätte es auch so groß machen können, dass es aussieht wie in der PS1 Original, ne? Aber ich habe gedacht, nö, das ist mir dann zu groß und zu bullig. So, und jetzt kommt ein geiler Part. Mit geiler Musik. Ja, Mann! Fahr sie alle platt! Lol. Au. Oh, jetzt kommt mein Lieblingspart aus dem Level. Oh ja. Hier gibt's auch zwei Mege. Ich nehme meinen Weg und stelle das Gefährt erstmal ab. Das war ein Spaß im Let's Betten, ne, weißt du noch? Oh, ich bin hier, glaube ich, verreckt. Kann das sein? Ich weiß das gar nicht mehr, aber ich glaube, wir haben uns beide in diesem Bereich lange genug aufgehalten. War das nicht eine Hardcore-Challenge? Stimmt, ich weiß es auch gar nicht mehr. Aber doch, wir hatten da eine Challenge draus gemacht. Und wenn wir alle drei Secrets einsammeln, hatten wir einen Tod gut geschrieben bekommen. Irgendwie so war das. Ich glaube auch. Auf. Nee, dann war es aber wirklich nur ins Bett. Genau, auf Bode und diese Medipacks oder so kam es ja. Aber nicht auf Zeit. Ich hasse Let's Bets auf Zeit. Kann sich auf gar nichts konzentrieren. Aber? Jetzt sag nicht, du kannst die Kiste nicht schieben, weil das Mistvieh da liegt. Alter! Sonst fährt sie, schiebt sie alles platt, was da im Weg rumliegt. Aber Core-Design hat gesagt, jetzt nimmt Alex auf, jetzt patchen wir ganz schnell nach über 20 Jahren nochmal eine Physik-Engine nach. Jetzt wird das Mistvieh ermordet. So. Keine Beweise. Hier ist nichts passiert. Ich muss mich übrigens dafür entschuldigen, in der letzten Aufnahme mit Keksi, also in den letzten zwei Leveln, war ich tatsächlich ein bisschen zu leise. Ich habe mich jetzt ein bisschen nachgeregelt. Ich hoffe, ich bin jetzt nicht zu laut. So dass ich an einigen Stellen abgehackt war. Hauptsache Lara ist nicht so laut. Ich habe getanzt mit Lara, hast gesehen? Du versuchst wieder da drauf zu landen. Ja, hätte vorher mal speichern sollen, kann man sagen. soll ich diesen Zettel auf meinem Bildschirmrand kleben? Speichern, speichern, speichern. Nee. Das bringt mir nur nichts. Das ist so, als wenn du ihn mir an die Stirn kleben würdest. Alter, ich lade das jetzt. Yay! Okay. Sehr wieder ganz viel Rampenarbeit gespart. Mhm. Weil normalerweise geht das einmal so rum, man springt dann hier und landet dann am Ende auch hier. Aber... Ups. Wie gut, dass du gespeichert hast.
Schulterklopfer. Aber das war die falsche Runde. Was passiert, wenn man die Schlucht runterfällt mit Lara? Ja, das ist der normale Weg, den man so gehen müsste dann. Man geht dann hier so lang, einmal so rum und... Und hat genauso viele Nerven verloren. Ja. Yes. Das war Skill. Das war eine perfekte Landung. Ups. Bin geflogen. Das war ein perfekter Abflug. Ich habe mich auch noch nie an dieses Schneeteil gewöhnen können. Nee. Man kann das echt nicht gut lenken. Obwohl es mir noch lieber ist als das scheiß Schweinequad in Tomb Raider 3. Ja, oh. Das ist Quad. Ich weiß nicht, wie es geht. Ich weiß nicht, welches ich schlimmer finde von den Fahrzeugen. Na, ich finde das Quad in Tomb Raider 3 bald schlimmer. Granadas! Ja, was? Nee. Ah, geht das an deinen Kopf rein? Da lag nix. Ja, eigentlich können wir die automatisch jetzt verballern, weil... brauchen sie eh nicht mehr so... Ja. Eigentlich brauchen wir die nächsten Parts nachher nur noch Uzis und Granatwerfer. Deswegen spare ich jetzt noch ein bisschen Uzis. Ich habe noch nie so ab diesem Abschnitt noch die Automatics benutzt. Weil dafür sind die Gegner zu stark. Überlass sie an ohne verrückt und sie brauchen von lange, bis sie sterben. Aber ist ihre Physik nicht so? Ist er tot? Ja, es ist tot. Bye, bye. Aber siehst ja, was du Munition verballerst. Ja. Wenn du so noch an den letzten Abschnitt denkst, da hast du drei gefühlt eine Sekunde draufgeballert mit der Automatik und der Gegner ist tot umgefallen, ja. Nicht runterfallen! Aber einen 180 Grad Dreher machen. So viel Zeit muss ja wohl sein. So, wir haben ein Secret. Aha. Überleg, ah ja, doch. Jetzt ist mir auch eingefallen, wo die anderen beiden waren. Soll ich dich vorwarnen, falls du die an den Geheimnissen vorbeirennst? Erstmal nicht. Okay. Kannst du ja ins Fäustchen lachen, ohne dass ich es mitkriege und mir dann am Ende sagen, ey, du hast übrigens ein Secret vergessen. Viel Spaß beim Zoomen. Yay. Du bist dann sozusagen nur das Notfall-Backup, falls ich am Verzweifeln bin. Jo. Aber in der Regel weiß ich eigentlich, wo sie sind. Müsstest du noch wissen, dass es... In meine Netzhaut gebrannt. Genau. Das letzte Bett war ja auch nicht so lange her. Ich glaube, da bin ich bis hier gar nicht gekommen. Fliegen die Blutpixel in die Luft. In die Nüsse. So lag der da auch. Als hätte er es genau da reinbekommen. Das ist aber auch böse, ne? Normalerweise würdest du doch wahrscheinlich jede Wette dran vorbeispringen. Ja. Ich glaube, wenn du da runterkletterst, die Leiter, da würde auch noch was liegen. Glaub auch. Ich will nur erstmal die Viecher töten. Irgendwie ist das wieder voll getarnt in dem Boden. Aha. Man sieht ja kaum, dass da was liegt.
Gut, dann klären wir erstmal hoch, in der Hoffnung, dass wir nachher auch wieder runterkommen. War ich eigentlich mal oben. Ja, dass wir nachher auch mal wieder hochkommen, meine ich. Andersrum. Ja. Wir haben 16 große. Ah, ihr geile Stöhne. Hier was? Und wenn ich hier sowieso nachher her? Ich habe das irgendwie so in Erinnerung. Ja. Nee, warte. Schau mal noch mal hinter dir, wo du gerade runtergeklettert bist. Ist da nicht so eine Schlucht? Direkt vor diesem. Genau da in dem Loch lag da nicht irgend. Ah ja. Ich wusste es. Oh, Mein vier Ge Granaten. Gedächtnis. Rüb dich nicht. Ich glaube, Naja, hier noch müssen nicht. wir jetzt noch nicht hin. Ich glaube, hier kommen wir später her. Hier bin ich mir auch nicht. Aber auch nicht so viel später. Ja, wir So. müssen noch was erledigen. Hier bin ich richtig. Was sagt denn die Karte? Das ist mir scheißegal. Ich spring jetzt hier alles weg. Die Stelle habe ich auch nie verstanden. Im Vor allem, es Louvre gab war ja das, zwei ne? Varianten, ne? Wie du es Ja, hättest und lösen können. irgendwie gab es da gar keinen Unterschied, wo du diesen Sprengstoff hinsetzt. Na doch. Oder? Na vom Weg her, Ja. wie einfach du es hast, wieder zurückzukommen. Ja, ihr Lieben, aber in diesem Sinne Ach sehen wir uns so. das nächste Mal bei Let's Play Tomb Raider 2. Bis dahin. Jo. Ciao. Tschö.